Moin und willkommen zu meinem neuen Video. Nochmal vielen Dank an die Firma Thoras und ich würde sagen, weiter geht's nach dem Intro. Ja, die Firma Thoras hat mir nochmal was zur Verfügung gestellt für das iPhone 15 Pro Max. Wir packen das da mal jetzt gemeinsam aus. Und das ist eine Displayfolie. Wie ihr seht, ist leer. Ist dann nochmal nett eingepackt. Hier sieht man schon was ja, rötliches oder was oranges. Ich hoffe, das spiegelt nicht so. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, das ist so ziemlich schon alles dabei. Da sind zwei Folien dabei, also Panzerglas. Und ja, das werden wir doch gleich mal gucken, was hier ist. Also das ist eine schöne Schablone. Und dann kann man das schön, das ist dieser ja, Spachtel, das ist hier so ein bisschen ja, mit Stoff bezogen, dass es nicht ganz so hart ist. Also gucken wir hier rein. Also hier ist sehr viel dabei, finde ich. Liegt, glaube ich, auch so um die 23, 25 Euro. Momentan, glaube ich, Angebotspreise. Also gucken wir doch mal hier rein. Ja, hier gibt es dann nochmal die Registrierkarte. Das gab es ja auch schon bei der beim Case, was dabei ist. Und hier sogar auf Deutsch. Hier haben wir dann Tücher und Feuchttücher. Einmal Feuchttücher und Trockentücher. Hier ist das dann gleich beschrieben. In Englisch, ja, Chinesisch oder wie wir Asiatisch und auf Deutsch. Und dann gehen wir hier nochmal rein. So sieht denn eine Folie aus. Eine Folie ist schon hier drin. Ich nehme mal den Spachtel hier raus. Das kann man hier so nicht so richtig sehen. Hier ist ein leichter schwarzer Rand. Der ist auch echt dünn gehalten. Und wie ihr sehen könnt, hier wird denn vorher alles gereinigt. Trocken gemacht, raufgelegt und langsam ist er schön mit dem Pfeil angezeigt, wie man das abzuziehen hat. Also das finde ich schon mal richtig, richtig gut. Dann gucken wir nochmal kurz auf die deutsche Anleitung. Da haben wir das schön auf Deutsch, wie man das machen soll. Also ein Feuchttuch, den Trockentuch und dann ist das schon soweit. Und dann draufhalten, schön draufdrücken und langsam ziehen. Und dann nochmal ein bisschen nachdrücken, wenn das sein muss. Und das war's schon. Es gibt auch eine Videoanleitung. Dann muss man den QR-Code scannen und dann kann man sich das schön ansehen. Also finde ich sehr, sehr gut. Den Link dazu, entweder oben, unten, auf jeden Fall in der Beschreibung steht er. Gibt es auch für Samsung Galaxy 23 Ultra zum Beispiel oder auch für das iPhone 15, das normale 15, das iPhone 14. Also da gibt es verschiedene Produkte von dem Hersteller. Ja, ich würde sagen, aber das soll es jetzt hier wirklich gewesen sein. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Jetzt will ich es ausprobieren und dann werde ich das nochmal vorführen. Bis dann, euer TechDev. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev.